Hey, ho, hallo und herzlich willkommen zurück bei Harvest Moon Magical Melody. Wie ihr wisst, wollte ich jetzt noch ein bisschen zu Ende ernten, nachdem wir in der letzten Folge das Pferderennen. Nein, das war falsch. Wo ist es denn noch gleich? Hier, genau. Nachdem wir in der letzten Folge das Pferderennen erfolgreich abgeschlossen haben, beziehungsweise eher minder erfolgreich, wir haben ein von vier Rennen gewonnen, weil wir an ein von vier Rennen teilnehmen konnten, ist die Sache. Das ist natürlich irgendwie eine blöde Bilanz und vor allem, ich hätte gerne beim dritten Rennen gewonnen. Weißt du, der Couchtisch ist zwar schön und gut, aber lieber als den Couchtisch hätte ich tatsächlich die Kraftbeere gehabt. Wobei, ich habe den Couchtisch noch nie gesehen. Ich muss ihn mir mal angucken und dann werde ich entscheiden, wie er aussieht. Das wird so sein. Naja, kann ich ja eigentlich auch direkt zu Beginn machen, oder? Oder schlafe ich bis zum nächsten Morgen? Ist ja eigentlich egal, ne? Es ist ja sowieso Nacht. Da ist ja kein Unterschied von der Zeit her, wenn wir im Haus sind. Also es bleibt Nacht, meine ich damit. Nein, das. Naja, das war ja super. Unnötig Ausdauer verschenkt. Ist natürlich mal in mein Spezialgebiet, unnötig etwas zu verschwenden in Spielen. Das kann ich gut. Zum Beispiel bei GTA Online habe ich das Gefühl, ich gebe manchmal Geld für Sachen aus. Warum laufe ich unbedingt halt mit 6500 Schuss für drei von meinen Waffen in der Tasche rum und will auch immer genauso viel dabei haben? Und immer wenn ich ein bisschen weniger habe, kaufe ich mir direkt nach. Ich meine, das ist jetzt ehrlich gesagt, ich mache trotzdem Plus da. Wie viel habe ich gerade wieder? Ich glaube, 700.000 habe ich gerade wieder verdient, nachdem ich mir da. Wie viel habe ich ausgegeben? 1,8 Millionen habe ich insgesamt bislang ausgegeben. Ach ja, aber ich bin auch nicht so ein Intensivspieler, muss ich zugeben. Also, ich spiele da immer diese Mission nebenbei, falls es euch überhaupt interessiert. Und da bin ich dann quasi. Ja, das ist meine einzige Verdienstquelle so gesehen, weil eine andere finde ich nicht sonderlich lukrativ als diese Mission. Und da mache ich dann halt immer so ein bisschen Kohle. Bei diesen Raubüberfällen kann man zwar mehr, also bei diesen Heist-Updates, Heist-Missionen kann man zwar immer mehr Geld verdienen, wesentlich mehr. Man kann, boah, ich glaube, man kriegt, wenn man eine bestimmte Challenge da schafft, kriegt man 10 Millionen einfach auf die Tasche, in die Hand. Das fände ich natürlich insofern gut, weil ich ganz gerne. Was mir noch fehlt, ist ein Helikopter. Da kenne ich einen schönen, der kostet aber 1,3 Millionen. Da muss ich noch sparen. Ein Flugzeug, da kenne ich ein schönes, das kostet aber 1,7 Millionen. Und ein Panzer. Ein Panzer finde ich auch noch cool, aber dafür müsste ich erstmal Rang 70 sein. Ach ja, ich bin Rang 50. Ach ja, naja. So is it dat immer mit dem Spiel. Mit dem Spiel, so is it dat, ne? Ja, mei, sie fixst du. So. Dann einmal hier, zack, die Aubergine aufheben und schön verkaufen. Ach ja, 0 Uhr, oh nein, die Zeit geht so schnell um. Ich muss doch hier noch machen, tun und Sachen machen. Überhaupt, hallo, hier, weiter. Sammel ein. Sammel. Sammel, sammel. Gonna catch 'em all. Da, 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 da. So, dann einmal hier. Ich habe das Gefühl, wenn ich ernte, sind meine Moderationen immer sehr, sehr super. Ich quatsche über irgendwas, was völlig zusammenhanglos ist. Und ja, das ist nicht sonderlich. Ich weiß nicht. Es ist halt so, ich muss zugeben, ich habe nicht wirklich ein Talent zum Moderieren, wie ich finde. Aber mir macht das halt hier Spaß, das Spiel so gesehen mit euch zu spielen. Und deswegen mache ich das. Also, ich bin nicht der größte Komiker. Ich bin auch nicht, also ich habe jetzt nicht die Franz Kaufmann-Stimme. Und zusätzlich habe ich auch noch keine großen Skills in irgendwelchen Spielen. Also, ich bin da jetzt auch nicht so der Oberprofi. Aber es macht mir dennoch Spaß. Und solange es ein paar von euch auch Spaß macht, solange ist es mir das auch wert, hier weiter zu sitzen und Videos zu machen. Ja, weil, wie gesagt, mir macht das auch Spaß. Wenn ich halt immer meine Probleme habe mit der Unregelmäßigkeit da, aufgrund von gewissen Dingen, die ihr aber sicher kennt, falls ihr das hier länger verfolgt. Naja, okay, dann gehe ich jetzt mal schlafen. Nein, ins. Ach ja, ich muss ja mit dem Cursor hier.
Ich will immer mit dem Steuerkreuz machen, aber es geht ja mit dem Cursor. So, dann werde ich jetzt aber tatsächlich mal saven. Und zwar hier am 12. Herbst. So, 38.000 habe ich wieder. Das ist schön. Das freut mich. Da kann ich ja mir wieder ein bisschen was kaufen. Ein bisschen was. Ein bisschen. So, die Hunde freuen sich, die Tiere freuen sich, meine ich. Ich schau mal kurz nach, ob ich noch Kartoffeln habe. Das müsste ja so sein. Doch, tatsächlich eine Kartoffel. Und ansonsten die Beeren muss ich noch verkaufen. Ne? Den Kürbis muss ich aufbewahren. Ich habe tatsächlich... Ach ja, ich mag die Marmorküche. Die ist irgendwie schön. Brauche ich noch einen schönen Kühlschrank, ne? Ich mache jetzt einen schönen Kartoffeleintopf für Fiodor. Und dann haben wir das. Bald bei ihnen die 4 Herzen. Ich meine, wir brauchen maximal 4 Herzen, um alle Grundstücke kaufen zu können. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich muss nochmal ein bisschen die Guides konsultieren. Weil da habe ich wieder einiges vergessen halt. Naja, so ist das dann. Moment, ich wollte ja nachgucken. Der Couchtisch, das habe ich ganz vergessen direkt zu machen. Möbel. Lagern, kochen, Bücherregal, Tisch. Couchtisch. Aha. Ich weiß nicht so recht, was ich gerade davon halten soll. Ich stelle ihn einfach mal dahin. Wie sieht der Tisch alt nochmal aus? Genau so. Und welchen habe ich da stehen? Da habe ich den Holztisch stehen und da habe ich den Esstisch stehen. Ich weiß gar nicht, den Esstisch finde ich irgendwie schöner. Jetzt, ich habe das Gefühl, mein Haus ist so zugestellt mit irgendwelchen Dingen, die einfach nirgendwo hinpassen. Das heißt, ich werde mal eben, Moment, ich habe eine kleine Idee. Möbel. Und zwar hier sonstiges. Runder Stuhl. Stuhl ist das. So. Den stelle ich jetzt mal da dran. Hm? Wäre das vielleicht was? Was ist denn der runde Stuhl? Der runde Stuhl. Ich will das auch verschieben. Ach ja, der runde Stuhl, den habe ich oben hingestellt. Ich weiß, genau. So, und dann hat man hier quasi auch noch einen kleinen Tisch, wo dann jemand dran sitzen kann. Das ist doch schön. Hat was Familiäres. Naja, dann gehe ich mal nach draußen auf die Farm und wieder gießen. Ach ja, unser täglich Brot verdienen. Beziehungsweise, wir essen ja hier gar kein Brot. Wir essen eigentlich... Was essen wir am meisten? Ich wüsste gerne, was wir bislang am meisten gegessen haben. Ich glaube tatsächlich Kräuter, weil sie einfach relativ einfach zu finden sind und gut Energie bringen. Wobei nicht so effektiv wie zum Beispiel so ein gekochtes Ei. Naja. Da fällt mir ein, ich wollte mir ja auch noch Hühner kaufen. Aber die Folgen, wo ich gefragt habe, wie das mit dem Namen ist, sind noch nicht hochgeladen. Deswegen kann ich da leider noch nichts machen. Sonst müsste ich die ja irgendwie benennen jetzt einfach. Mir fällen auch spontan keine Namen ein. Wenn ich ehrlich bin, deswegen kann ich das nicht machen. Da müssen wir dann weiter schauen, weiter bauen, weiter, ihr wisst schon. Obwohl wir hier gar nichts bauen können direkt. Also wir sind ja nicht bei Minecraft. Oder bei Reign of Kings oder bei was es nicht mittlerweile alles für Spiele gibt. Ich finde tatsächlich, Reign of Kings ist eines der wenigen Survival-Spiele nach Minecraft, wo ich das Bauen auch als Aspekt tatsächlich betrachte. So andere Spiele wie Forest oder Stranded Deep, die haben ja auch so Bauelemente, aber ich finde, das Bauen ist da völlig unnütz. Das ist irgendwie völlig deplatziert alles. Bei Reign of Kings, das finde ich irgendwie ganz schön. Ich habe das Spiel nicht selber, aber das, was ich gesehen habe davon, das finde ich immer sehr... Also da habe ich Spaß zuzuschauen, wenn ich ehrlich bin. Naja, weil irgendwie andere Spiele... Was gibt's denn noch da alles? Rust oder so. Rust fand ich auch irgendwie... Also dieser Bauaspekt war da nicht so sehr. Creativerse ist ja auch noch so ein anderes Spiel. Das fand ich sogar von der Optik her ganz süß, aber es soll wohl nicht so ganz fehlerfrei sein in der jetzigen Version. Und das soll sowieso, soweit ich weiß, in der Vollversion gratis sein. Deswegen sehe ich da keinen Grund, momentan mir das irgendwie zu kaufen. Weil tatsächlich ist ja so, dass ich mitunter, wenn ich das Geld sehe, aber das sind viele, bin ich sehr, sehr geizig. Also dann bin ich geizig wie sonst was. So, ihr seid beide toll gelaunt. Ich frage mich, habe ich euch gestern nicht gefüttert oder warum ist das Futter auf einmal weg? Stimmt die Theorie vielleicht doch nicht? Ich weiß es nicht. Es ist mysteriös. Naja, ich werde jetzt erstmal hier die Leine rausholen, damit wir ein bisschen reiten können, meine liebe Dahlia. Und dann geht's nach draußen jetzt. Oh, ja, stimmt, meine Ausdauer ist nicht ganz so gut. Naja, ich muss ja nicht mehr viel. Ich muss ja nur einmal noch draußen
absatteln und also abseilen, meine ich. Und dann, nee, mache ich ja schon hier drin immer. Genau. Vergesse ich immer. Und dann einmal hier. So. Und dann müssen wir mal Fyodor suchen. Oh, Jamie ist da unten. Mal vorbeischneien. Kann ja nicht schaden. Ein bisschen Freundschaft mit unserem Rivalen. Oder unserer Rivalin. Hä? Verlass dich nicht auf sie. Die Erntegeister meine ich, da sie keine Macht haben. Ich, bin manchmal sehr unsicher, wenn ich Texte noch nicht kenne, dann betone ich die so komisch. Ich habe ganz vergessen, den Delfin zu grüßen. Nein. Delfin, ich grüße dich. Salam alaikum. Mein lieber Delfin. Delfin, komm her. Ich habe leider heute keinen Fisch für dich. Hallo, Delfinchen. Schwimm schön. Weil ich glaube, Angeln würde mich jetzt ein bisschen K.O. hauen. Nein, ich will das nicht rausholen. Ich möchte gerne aufsatteln. So, aufgesattelt. So, Fyodor ist da oben tatsächlich. Das heißt, da können wir mal zu ihm hin. Hey, Fyodor, na, wie geht's? Moment, Erntefest ist bald, ne? Was muss man da? Wo hier bringt vorher eine Ernteprobe? 24. Herbsttag. Ja, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ja nicht so, das eilt nicht so sehr. Aber auf jeden Fall Thomas hier. Ich habe, Thomas, Fyodor meine ich. Ich habe hier wunderbare Kartoffeleintopf. Oh, ist die für mich? Der ist für dich. Dankeschön, ich freue mich. Kein Ding. Und dann, hey, guten Tag. Versuche mit möglichst vielen Leuten zu reden und hinzuzuhören. Du könntest so manches dabei lernen. In der Tat. Aber nicht hier. Jedenfalls nicht viel. Also ich wüsste nicht, was ich hier gerade lernen könnte. Außer ein bisschen mehr über die Charaktere kennen. Das ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. So gesehen. So, dann einmal hier Los Reinos. Und dann, hallo Maria, wie geht es dir? Ich hoffe doch gut. Ja, ihr geht's ganz gut. Jedenfalls ein bisschen durcheinander gewirbelt gut, aber so ist das ja halt. So, bis später Maria, war schön dich zu sehen. Eigentlich sehe ich sie viel zu wenig am Tag, finde ich. Also für so ein kleines Pärchen, ja, würde ich sie gern häufiger sehen, ehrlich gesagt. Aber so geht das hier nicht so gut. Also man kann nicht sonderlich viel miteinander machen, ist das Problem, was ich an vielen Spielen ja schon immer doof fand. Wenn man irgendwo heiraten konnte oder so, konnte nicht viel mit dem Partner machen. War die Sache. Ich schau mal kurz hier vorbei, ob die vielleicht was haben, was ich brauche. Kann ja durchaus mal sein. Ich muss auch bald mal gucken, wie es mit meiner Gießkanne aussieht. Aber ich glaube, sie ist nur nicht auf Gold, sonst gäbe es die hier schon. Holzstuhl. Haben wir nicht schon einen Holzstuhl? Ich kaufe mir einfach mal noch einen Holzstuhl. Kann eigentlich schaden. Ein Kühlschrank L. Ich bin mir sicher, der Profi-Kühlschrank sieht wieder kacke aus. Aber ich weiß halt nicht, ich kann mir halt keinen anderen kaufen, ne? Das sind die einzigen Kühlschränke. Profi-Blau, Beige, Grün, Blau. Ich glaube, Profi ist tatsächlich das Einzige, was ich machen kann. Aber ist auch so teuer. Ich mach's mal noch nicht. Vielleicht finde ich ja noch ein Bild davon. Das wäre ja das, das Beste. Das Beste würde ich doch noch ein Bild vorfinden. So, und dann einmal zu Woody, weil bei Woody möchte ich auch nochmal vorbeischneiden, um zu schauen, ob wir da was kaufen können. Das ist ja auch immer wichtig. Ach ja, da ist das. Ist das das Café? Nee, das ist das Gasthaus, ne? Das Feld ist immer noch so. So wenig bestellt. Der beste Sturm doch jetzt schon wieder relativ lange her, eigentlich. Ich frage mich auch, ob der Sturm jedes Jahr kommt. Ist so die Sache. Weiß ich nicht. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall kann ich mir ja bald wieder, ich glaube ich, ja, eine Note brauche ich noch. 29 haben wir ja. Dann können wir heiraten tatsächlich und dann kann ich auch ein neues Instrument holen. Das freut mich. Und ich würde tatsächlich auch noch gerne 50 Noten erreichen, damit wir die Erntegöttin befreien können. Das fände ich schön. So, oh, prächtig gibt es tatsächlich auch. Ja, dann nehme ich, nein, das ist Bett. Bett, nein, nicht Bett. Ich habe gerade Kühlschrank da gelesen. Warum habe ich da Kühlschrank gelesen? Ich weiß es nicht. Da ist man vor gedingenst. Frisierkommode, getüpfelter Tisch, einfacher Tisch, Herztisch. Moment, ich bin wieder nach oben. Runder Tisch, einfach, schick, modern, prächtig.
Küche XS, SM, XL, Kommode Holz, Schrank Holz, schick modern. Wir haben ja schon einen Schrank, ist die Sache. Das heißt, da können wir eigentlich nicht mehr viel machen hier. Ich hätte gern mehr Auswahl. Wenn ich ehrlich bin, runder Tisch prächtig. Wüsste ich nicht, wo ich den hinstellen soll, ehrlich gesagt. Vor allem so ein runder Tisch ist halt immer so das Problem, den kann man nirgendwo in die Ecke stellen oder so. Oder irgendwo aneckend hinstellen. Einfacher Tisch, getüpfelter Tisch. Bibliothek haben wir ja eigentlich auch schon, ne? Bücherregal haben wir auch schon. Ich wünschte, ich hätte mehr Möbel. Ich will mehr Möbel. Naja, was hat er dann eigentlich jetzt für Landerwerb? Einiges. Knospe 1,4. Ich muss mal echt mir eine Karte raussuchen, um zu wissen, wo das ist. Quellenwald 2. 30.000. Kann man da denn was Schönes hin... Also, ich muss nochmal schauen, wo das ist, weil dann, wenn das wirklich eine schöne Gegend wäre, dann wäre mir das auch 30.000 wert, ehrlich gesagt. Ach ja... Die Verlagerung wollten wir dann ja auch nochmal irgendwie machen. Und Umbau können wir ja rein theoretisch Scheune Level 1. Wie viel kostet das noch gleich, der Umbau? Oh, da steht ja Fyodor. 10.000 Gold und 40 Stücke. Das können wir eigentlich tatsächlich machen, ne? Das ist gar nicht mal so verkehrt. Ich kaufe mir jetzt einfach mal noch 30 Holzstücke. Nutzholz. So, zack, 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 zack. 1.500 Gold, ja. Und dann, mache ich mir noch eine Scheune Level 2. Das freut mich. Da haben Dahlia und Snowcloud dann mehr Platz. Und, alter Finne. Alter Finne. Das ist aber ein bisschen größer. Ein bisschen größer ist das. So, muss ich aber hier hinstellen, ne? Hier kann ich das nicht, ich will das gar nicht so weit versch... Ich will das einfach... Hallo. Ich will das... Ich... Kann man tatsächlich scheinbar nicht. Das heißt, ich mache das jetzt so. Da wird zwar unser Gras ein bisschen verkleinert, aber naja, und Geld haben wir jetzt auch wieder nur noch 6, also nur noch 26.000. Aber dafür haben Dahlia und Snowcloud, ach ja, Dahlia ist ja hier noch vor Ort, das vergesse ich ja ganz gerne, haben dann bald eine größere Scheune, beziehungsweise direkt morgen haben sie eine größere Scheune. Das ist natürlich auch schön. Hühnerstall, wie gesagt, weiß ich noch nicht mit den Tieren. Und hier unten soll ja dann unser Haus, nee, warte, hier soll unser Haus hinkommen. Wenn ich mich recht... Wobei, das ist da... Das könnte jetzt sogar tatsächlich anecken. Aber, nee, das hat hier genug Platz. Dann machen wir hier halt das Feld. Eine Bezäunung, einen Zaun drum. Und also hier um das gesamte Feld. Ich finde es nur nervig, dass man halt, wie gesagt, das Gras immer neu anpflanzen muss. Das finde ich doof. Ich hoffe, der Baum hier wächst überhaupt noch. Da bin ich mir jetzt nämlich auch unsicher. Wobei, der Baum hier steht auch relativ nah dran. Ich glaube, der wächst noch, ja. Ja, der wächst noch. Der ist genügend Platz. Ach ja, ich muss ja da hier unten hinreiten. Wobei, wir haben noch gar nicht Ende des Tages erreicht. Das heißt, ich kann hier noch groß rumreiten. Yay! Gibt es noch irgendwas, wo man vorbeischneiden könnte? Ob die irgendwas haben? Ach ja, ich wollte ja auch sowieso gerade mal meine Werkzeuge nachgucken. Werkzeugos, und zwar hier die Gießkannos. Und, oh, wir sind fast bei Gold. Aber ich weiß immer noch nicht, was Gold uns... Ich muss nochmal nachlesen, was Gold genau bringt, wobei, aber die 3000 oder so für Gold können wir dann auch ausgeben. Das ist auch nicht so schlimm. Ich kann ja eigentlich nochmal kurz nach oben reiten, um da zu schauen, ob es da noch Beeren oder so gibt, weil ich meine, waren es Beeren oder Blumen? Also bei den Kräutern ist das Sanatorium gekommen, das weiß ich. Und ich glaube, bei Beeren und Blumen kommt gewisse andere Personen, die ich eigentlich für den Rucksack haben wollte, weil sie Wolle verkauft, also Garn verkauft sie sogar gleich. Aber die ich dann trotzdem ganz gerne in der Stadt hätte. Das fände ich nämlich auch ganz schön. Nee, ich muss ja erst bis zum Blumenfest warten. Genau, das war die Sache. Genau, da muss ich erst warten. Aber ich kann ja trotzdem schon mal sammeln. Ne? Sammeln ist nie verkehrt. Dann hamstern wir das in unserer Bude. Ein bisschen und verkaufen das dann nach dem Frühlingsfest, damit auch die besagte Person tatsächlich bei uns einzieht, weil dann wird unser Dorf immer lebendiger und das ist doch schön, also unser Dorf in Anführungszeichen, das Dorf, in dem wir leben. So ist natürlich die korrekte fachterministische Bezeichnung. Genau, so ist das. Ich muss jetzt aber, glaube ich, wieder zurückreiten. Weil es schon 18 Uhr, also jedenfalls hier im Spiel. In echt ist es später, einen Tacken später, ordentlich später, weiß ich nicht, wie viel später, irgendwie später. Später, 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 später. Hyper, hyper. Hyper, hyper.
Ich krieg das Lied nicht aus dem Kopf. Das hat man einmal gehört und seitdem vergisst man das nie wieder. How much is the fish? Ja, hoffentlich kriege ich jetzt keinen Copyright-Claim. Aber ich glaube, das kriegt man erst ab 30 Sekunden Spieldauer von irgendwas. Naja. Ach ja, so ist das immer mit der Musik. Also einige Sachen sind halt sehr einprägsam, ne? Die kennt man dann auch nach Ewigkeiten noch. Und andere sind halt einfach, da hörst du drüber und dann hast du es wieder vergessen. Das ist dann so immer die Sache. Ich weiß auch gar nicht, womit das genau zusammenhängt, wann man sich etwas spezifisch merkt und wann nicht. Also jetzt mal abgesehen von den emotionalen Bindungen dazu, sondern tatsächlich einfach nur von der Audio-Wahrnehmung her. Das würde mich noch immer mal ganz gerne sehr interessieren, aber ich glaube, das klappt nicht jetzt so. Dahlia, dann gehen wir schon rein. Und wir legen uns tatsächlich nein, das wollte ich nicht. Ich möchte hier, Menü, wir legen uns tatsächlich schlafen. Nee, hier ist die 2. Gute Nacht, alle miteinander. Gute Nacht.